rufe den Tagesordnungspunkt 68 auf. Das ist ein Antrag auf Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD, betreffend Patientenwohl und Arbeitsbedingungen in der Akutpsychiatrie müssen im Vordergrund stehen. Drucksachennummer 20/426. Ich darf als erster Rednerin das Wort erteilen der Abg. Frau Dr. Sommer für die Fraktion der SPD. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Berichterstattung über die Akutpsychiatrie im Klinikum Frankfurt-Höchst hat uns alle erschüttert. Leider war die Aufklärung in der Pressekonferenz dürftig. Unter einer rückhaltlosen Aufklärung stellen wir uns etwas anderes vor. Und wenn ich gestern höre und im HR sehe, dass das Sozialministerium in der Psychiatrie war und keine Mängel entdeckt hat, ist das ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen, der Patienten, der Mitarbeiter, der Angehörigen und aller psychisch Erkrankten, meine Damen und Herren. Die Mängel aber auf der Station waren bekannt. Sie, Herr Minister Klose, hingegen haben betont, dass dem hessischen Sozialministerium keine Hinweise bekannt waren. Das ist schon arg merkwürdig. Es gab Berichte des MDKs, Petitionen, Beschwerden in 2011, 2016, Begehungen der Kassen. Davon hätte die Landesregierung Kenntnis haben können. Und gerade weil die Besuchskommission, die seit 2070 gesetzlich vorgeschrieben ist, noch nicht eingesetzt wurde, können Sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie als Fachaufsicht alternative Besuche hätten organisieren können. Jetzt, erst unter massivem Druck, finden Sie plötzlich unbürokratische Lösungen. Und, meine Damen und Herren, Fixierung soll ein letztes Mittel sein. Dies nicht zu überprüfen, ist ganzes Versagen dieses Ministeriums. Sie haben den gesetzlichen Auftrag Ihres Gesetzes nicht erfüllt. Und die angeblich ausreichende Personalausstattung in Verbindung mit dem Bekanntwerden des Leasingpersonals ist ein Widerspruch in sich. Und ich möchte Ihnen einmal sagen, auf einer Akutstation arbeiten regulär zwei eingeteilte Mitarbeiter mit einer FSJ-Kraft. Wenn dann zwei Sachen passieren und da eine 1-zu-1-Betreuung ist, ist niemand mehr für die Betreuung der Menschen vor Ort da. Das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Deswegen, es gibt viele Fragen. Wir bringen einen Berichtsantrag auf. Wir wollen Aufklärung mit Fragen zur Struktur, zu Maßnahmen, zu Ressourcen. Wenn die Ressourcen nicht stimmen, den Bedarfen nicht entsprechen, dann muss gehandelt werden. Und mit Verlaub, das ist die Zuständigkeit des Ministeriums, Missstände zu erkennen und in der Klinik oder mit Zusammenarbeit der Klinik abzustellen. Personal muss unterstützt werden in Frankfurt-Höchst, aber auch in allen anderen psychiatrischen Einrichtungen. Und auch die Investitionskosten müssen getätigt werden. Und da hat die Landesregierung Luft nach oben, meine Damen und Herren. Sie sind damit mitverantwortlich für strukturelle Mängel, zu viele Kranke auf zu wenig Raum mit zu wenig Personal. Ich möchte hier aber auch noch einmal klar und deutlich sagen und feststellen, psychiatrische Kliniken sind hilfreiche Einrichtungen. Sie müssen aber überprüft und gut finanziert werden. Setzen Sie das um, was Sie im hessischen PsychKG sich auf die Fahnen geschrieben haben. Werden Sie Ihrer Aufgabe als Fachaufsicht gerecht, oder sind Sie desinteressiert, dass Sie jetzt einen externen Gutachter bestellen, oder fehlt der Sachverstand? Das sind Fragen. Wir gewinnen im Moment den Eindruck, dass Sie das Thema in den letzten Jahren vernachlässigt haben. Schieben Sie die Konsequenzen nicht nur an die Klinik ab, sondern stellen Sie eigene Missstände ab. Denn Patienten suchen in Krisenschutz. Deswegen geht es um die Sicherstellung von sachlicher und personeller Ausstattung, von sozialen Therapien, Strukturen und um Beschäftigten- und Patientensicherheit. Psychisch erkrankte Menschen brauchen eine Lobby und nicht eine Landesregierung, die die Augen verschließt. Und, Herr Klose, Sie sind erst seit Januar Minister, ich weiß. Dennoch haben Sie als Staatssekretär im Ministerium seit Oktober 2017 dort gearbeitet. Da war das PsychKG gerade total aktuell. Und gerade in diesem Bereich, bei psychischen Erkrankungen, gibt es Diskriminierung ohne Ende. Das ist ein großes Thema. Das sollte Ihnen als Bevollmächtigter für Antidiskriminierung sicher begegnet sein. Ich komme zum Schluss.
Ich komme zum Schluss. Kommen Sie dem PsychKG nach. Es ist ein lernendes Gesetz, hat Ihr Vorgänger gesagt. Dann lernen Sie, novellieren Sie, nutzen Sie die Expertise aus dem Psychiatriebeirat und der Experten. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, damit Menschen und Menschenseelen nicht unnötig zu Schaden kommen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Die Schilderungen in dem Wallraff-Bericht sind verstörend. Weder die Fixierung noch die improvisierten Arztvisiten wirken vertrauenserweckend. Wenn es Umgang dieser Art mit kranken Menschen gibt, ist es würdelos und völlig inakzeptabel. Die Landesregierung muss hier wirklich sehr schnell und wirksam tätig werden. Ich danke Ihnen, Frau Sommer, Sie haben vieles dazu gesagt. Das brauche ich nicht zu wiederholen. Ich denke, ich kann mich dem vollständig anschließen. Sie muss klären, die Landesregierung, ob es in dieser Klinik besonders viele Unterbringungsmaßnahmen und Fixierungen gab, wie die Personalsituation aussieht und wie die Überlastungssituation der Überlastungsanzeigen der Pflegekräfte, was die aussagen und wie die Aufsichtspflicht so gestaltet werden kann, dass solche Zustände nicht stattfinden können. Und da reicht es mir nicht aus, wenn eine angekündigte aktuelle Begehung keine Vorwürfe erhärtet hat. Das kann noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Aber ich will sagen, das ist nur ein Symptom, ein Zeichen davon, dass wir einen Blickwinkel auf die Psychiatrie zu richten haben. Ich danke dem Wallraff-Bericht, dass wir wieder das in den Fokus nehmen und uns damit beschäftigen. Ich habe viele Berichte. Ich habe viele Berichte aus hessischen Kliniken, psychiatrischen Kliniken gehört und auch selbst im Kontakt mit Angehörigen und Klientinnen erlebt, dass es dort nicht immer akzeptabel zugeht. Die meisten Berichte erhalte ich allerdings von den Angehörigen der Forensik. Ich möchte aber eine Psychiatrie in Hessen haben, wo niemand Angst haben muss, in einer seelischen Krise tatsächlich Hilfe zu finden. Deshalb will ich daran erinnern, was DIE LINKE damals bei der Verabschiedung des psychisch Krankenhilfegesetzes gesagt hat. Wir haben damals gesagt, Sie haben ein schlechtes Gesetz verabschiedet, das in vielen Punkten nicht mit der Verfassung und mit der UN-Behindertenrechtskonvention übereinstimmt. Wir haben mit vielen anderen Organisationen und Expertinnen und Experten gesagt, psychisch Kranke brauchen Krisendienste, wie es in Oberbayern gibt, in Schleswig-Holstein, Berlin, aber auch im Raum Darmstadt. Sie gibt es aber nicht flächendeckend in Hessen. Wir haben gesagt, mit diesem Gesetz verhindern Sie keine stationären Aufenthalte, keine Unterbringungen, keine Zwangsmaßnahmen. Das Gesetz führt, genau wie der Bericht, wie wir es im Bericht gesehen haben, zu überfüllten Akutstationen. Wir brauchen aber endlich diese aufsuchenden Krisendienste. Wir brauchen Krisenpensionen und mobile Behandlungsteams, eine integrierte Versorgung, eine integrierte psychotherapeutische Versorgung. Ich gehe weiter. Wir brauchen eine Reform der Psychiatrie in Hessen. Es erscheint uns, und damit bin ich wohl auch mit einigen Experten und Expertinnen einig, das habe ich erst letzte Woche Freitag festgestellt, es erscheint uns, dass wir an den Veränderungsprozessen und den Diskussionen der 70er und 80er Jahre anknüpfen müssen. Ich erinnere nur an die Psychiatrie-Enquete 1975 und uns einen neuen Reformprozess unterziehen müssen. Genau das ist in Hessen erforderlich. Wir müssen uns hier auch mit den Führenden, mit den Positionen und Führern der Psychiater auseinandersetzen. Wir brauchen eine Psychiatrie der offenen Türen, die stationär und ambulant im Interesse der Betroffenen tätig wird. Wir brauchen z. B. mehr Psychotherapie
auch im stationären Bereich. 12 Minuten pro Woche und Patient ist ein Hohn und ein Spott. Damit kann man keine therapeutische Behandlung machen. Wir brauchen aber mehr, auch mehr ambulante Psychotherapie. Und da hilft uns auch das aktuelle Termingesetz nicht. Es kann nicht sein, dass jemand monatelang auf einen Therapieplatz wartet und es dann entnervt aufgibt. Das sind oft genug Patientinnen und Patienten, die im stationären Bereich letztendlich landen, obwohl es überhaupt nicht notwendig wäre. Wir brauchen eine Psychiatrie, die ohne Zwang auskommt, die gut mit Personal ausgestattet ist. Und das ist die absolute Erfordernis. Das gilt gerade für die Akutstationen, die meistens schon zu groß sind, wo Menschen, die in einer psychischen Krise sind, gar nicht mehr zur Ruhe kommen können, weil sie mit so vielen anderen Patientinnen und Patienten konfrontiert sind. Die Personalverordnung entspricht, die aktuelle Psychiatrie-Personalverordnung entspricht nicht mehr den Anforderungen. Allerdings müssen auch die gültigen Leitlinien umgesetzt werden. Und da ist eine neue Leitlinie zur Schizophrenie gerade entstanden, herausgekommen, die aussagt, dass Menschen mit einer Schizophrenie befähigt und die Lage versetzt werden, ihre Interessen selbst durchzusetzen. Frau Kollegin, Sie sind über Ihre Redezeit. Danke. Und selbst zu bestimmen und ein Empowerment notwendig ist. Und genau das erwarte ich von einer hessischen Psychiatrie, dass sie in der Lage ist und selbstverständlich die aktuellen Leitlinien umsetzt und dafür sorgt, dass eine gute Behandlung möglich ist. Danke schön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner ist der Kollege Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Auch hier gelten natürlich 5 Minuten. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte meine Rede mit einem Dank beginnen, dem Dank an das Personal in den sozialen und medizinischen Berufen, das mit zu wenig Wertschätzung eine schwere Arbeit verrichtet. Geschlossene Psychiatrien sind für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. In der Psychiatrie haben wir es mit sehr verletzlichen Menschen zu tun, die isoliert und deshalb vollkommen schutzlos sind. Auch hier gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Stattdessen hat uns das Team Wallraff offenbart, wie es hinter den Kulissen des Klinikums Höchst aussieht und damit die Öffentlichkeit wachgerüttelt. Wohlmöglich verdient es eine Auszeichnung dafür. Allein eine funktionierende Aufsicht kann gewährleisten, dass es keinen Grund mehr für Besuche wie des Teams Wallraff geben kann, die Stadt Frankfurt als Träger des Klinikums war bis 2017 in der Pflicht. Erst da ist die Fachaufsicht übergegangen. Es verwundert, dass Sozialminister Kai Klose die Verantwortung der Stadt Frankfurt mit keinem Wort erwähnt, sodass sich die Frage stellt, ob der Frankfurter Gesundheitsdezernent zulasten des früheren Sozialministers unter einen Schutzschirm genommen werden soll. Die Mängel sind ja nicht von heute auf morgen entstanden, und es gab ausreichend Hinweise, damit Stadt, Klinik und Land die Situation hinterfragen. Hier liegt ein kollektives Versagen vor. Man kann nicht auf Eingaben beim regulären Beschwerdemanagement warten. Das wird offensichtlich kaum genutzt. Stattdessen weichen die Menschen wahrscheinlich aus Misstrauen auf die Anonymität aus. Das kann man bei allen psychiatrischen Kliniken beobachten. Auch anonym hinweisen muss bei aller angebrachten Skepsis, wenn sich häufen, nachgegangen werden. Das Klinikum Höchst ist seit Jahren damit beschäftigt, den Neubau und die Verbundkooperation hinzubekommen. Entweder ist eine Klinik in dieser Phase besonders anfällig, das medizinisch-pflegerische zu vernachlässigen, oder die Stadt Frankfurt ist nicht in der Lage, die besondere Verantwortung aus der Trägerschaft wahrzunehmen. Es stellen sich viele Fragen. Warum wurden die Hinweise des MDK zum fehlenden zeitgemäßen Psychiatriekonzept nicht weiterverfolgt? Warum wurden die Hinweise der Patientenfürsprecher nicht ernst genommen? Liegen die Protokolle des Aufsichtsrats vor?
Ist die Besetzung der Gremien dieser wichtigen Einrichtung mit ehrenamtlichen Politikern richtig? Schaut sich niemand Internetportale an, vor allem wenn sie sich erheblich von Einrichtung zu Einrichtung unterscheiden? Warum wurden keine Konsequenzen aus dem Verfassungsgerichtsurteil gezogen, das den Reformbedarf klar dargelegt hat? Alle vier Kliniken in Frankfurt leiden regelmäßig unter Überbelegung. Die Kapazitäten wurden seit 15 Jahren nicht verändert. Ist auch das unbekannt? Die Kriterien der Personalbemessung wurden seit 25 Jahren nicht angepasst. Die Dokumentation hat zugenommen, aber auch die Arbeit, und das bei gleicher Personalstärke. Kann das passen? Sie scheinen den Unterschied zwischen extern und intern nicht zu kennen. Jemand, der vorher beim Klinikum und der Stadt beschäftigt war, ist doch nicht die erste Wahl als externer Gutachter. Hat das für Sie kein Geschmäckle? Herr Minister, Sie haben gesagt, es gab für das Land keinen Anlass, aktiv zu werden. Ich glaube, wir haben auch mit meinen Vorrednern dargelegt, dass das eine absolut falsche Einschätzung der Situation ist. Von daher ist bislang die Verantwortung oder die Konsequenzen für die Verantwortlichen bislang komplett ignoriert worden. Ein unabhängiger Aufklärungswille ist bei Ihnen nicht erkennbar. Und daher ist Ihre Aufklärungsarbeit bislang mangelhaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Nächster Redner ist der Kollege Ralf Norbert Bartelt, CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Berichte von RTL über die Station D42 in der Psychiatrie der Städtischen Kliniken Frankfurt-Höchst berühren die Bevölkerung. Ein unangemessener Umgangston, schlechte Hygiene und lange und damit gesetzeswidrige Fixierung schockieren. Es ist selbstverständlich, dass der Landtag umfassende und schnellstmögliche Aufklärung fordert. Die Formulierung der SPD-Fraktion zur Aktuellen Stunde wird einer sachlichen Offenlegung aber nicht ganz gerecht. Und auch die Wortbeiträge von SPD und FDP nicht unbedingt. Sie schreiben, der Minister solle endlich aufklären. Sie vermitteln damit den Eindruck der Untätigkeit. Richtig ist hingegen, Sozialminister Klose hat unverzüglich, zielgerichtet und transparent reagiert. Er verdient unser Vertrauen und unsere Unterstützung. Im Einzelnen, am 18.03. wurde der Fernsehbericht gesendet. Am 21.03. wurde im Ausschuss öffentlich berichtet. Es gab eine Presseerklärung. Am 26.03. erfolgte ein Gespräch mit den Gesundheitsdezernenten unter Leitung der Klinik. Am 28.03. wurden die gesundheitspolitischen Sprecher der Fraktionen informiert und Fragen beantwortet. Es gab zudem eine ausführliche Pressekonferenz des Ministers Klose und des Stadtrates Mayer. Diese schweren Vorwürfe wurden dem Ministerium erstmalig durch die Fernsehsendung bekannt. Dies äußerte so auch der Frankfurter Dezernent. Auch ihm wurden diese Vorwürfe erstmalig durch den Fernsehbericht bekannt. Das Klinikum ist in kommunaler Trägerschaft. Es hat seinen eigenen Aufsichtsrat. Das Ministerium hat die Rechtsaufsicht. Es hat auch eine fachliche Aufsicht. Sie ist im Hessischen Krankenhausgesetz definiert. Nach Erhalt entsprechender Informationen klärt das Ministerium den Sachverhalt und veranlasst Maßnahmen. Es mag sein, oder es ist sicher richtig, dass der MDK das Klinikum besucht hat, aber hier werden in erster Linie die Zusammenhänge zwischen dem Geldfluss und der Leistung kontrolliert.
Meine Damen und Herren, der hessische Minister hat genau das gemacht, was im Gesetz steht. Es wurden sofort Informationen eingeholt über die baulich-räumliche Situation, die personelle Ausstattung, die Sichtung von Protokollen über Fixierung, etwa mit der Fragestellung, wann erfolgte der richterliche Beschluss, wann wurde zusätzliches Personal im Sinne der 1:1-Betreuung, Sitzwache, organisiert. Dokumente über Konflikt- und Krisenmanagement. Es werden externe Gutachten erstellt. Der medizinische Dienst der Krankenkassen wird befragt. Die Schiedsstellen der Landesärztekammer um Auskunft gebeten. Regelmäßige Gespräche mit der Klinik werden geführt. Dies wird organisiert vom Ministerium. Als Koordinator wird ein sehr erfahrener Facharzt für Psychiatrie des Frankfurter Gesundheitsamtes bestellt, und die unabhängigen Besucherkommissionen werden eingerichtet und ein enger Kontakt hergestellt. Meine Damen und Herren, wir unterstützen den Minister bei diesen Maßnahmen. Wir wollen eine qualifizierte psychiatrische Versorgung. Jeden kann eine solche Erkrankung befallen. Und wir wollen auch angemessene Arbeitsbedingungen für das Personal schaffen, das unter sehr schwierigen Bedingungen die Aufgabe erfüllt. Wir sollten gemeinsam das Ministerium bei diesen schwierigen Aufklärungen und Erstellung von Maßnahmen unterstützen. Besten Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Bartel. Nächste Rednerin ist die Abg. Papst-Dippel für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der Klinik Frankfurt Höchst obliegt die Verantwortung, eine wohnortnahe und patientengerechte psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung sicherzustellen. Bis 2016 wurde das Krankenhaus, insbesondere die in der Presse aufgeführte Station, regelmäßig vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Hessen, MDK, kontrolliert. Damals wurden schon die kurze Aufenthaltsdauer von Patienten, häufige Verlegungen und eine strukturell bedingte Atmosphäre der Unruhe und Diskontinuität bemängelt. Auf die Lösungsvorschläge des MDK ist das Krankenhaus offensichtlich nicht eingegangen. Statt einer Verbesserung ist heute eine weitere Verschlechterung zu konstatieren, die sich nicht mehr nur auf das Behandlungskonzept konzentriert. Die Station D42 war zum Zeitpunkt der Recherche überbelegt. Grund hierfür: Wir müssen aufnehmen. Mir wurde heute gesagt, dass eine Radiosendung von einem Besuch in der Klinik berichtet hätte. Es soll dabei keine Auffälligkeiten gegeben haben. Bemerkenswert ist dabei, dass der Sprecher von HR Info es für wichtig hielt, dass der Kontrollbesuch angekündigt war. Der Verdacht läge nahe, dass die Station kurzfristig Maßnahmen ergriffen hat und besonders auffällige Patienten verlegt hat. Diesem Vorwurf muss nun natürlich auch nachgegangen werden. Die eben genannte Überbelegung bleibt als Problem weiterhin in der Kritik. Dazu kamen personelle Unterbesetzung in der Pflege. Frau Dr. Sommer hat auch schon darauf hingewiesen. Wenig Zeit der Ärzte durch zu viel Bürokratie, hygienische Missstände der Räumlichkeiten und teils bei den Patienten selbst festzustellen. Es sind also ganz viele Ebenen betroffen. Das ist absolut nicht hinnehmbar, und man muss sich fragen, warum dazu geschwiegen wurde. Nach 2016 wurde scheinbar der Dialog mit der Klinik abgebrochen. Die schon damals bestehende Beratungsresistenz im Dialog mit dem MDK hätte konsequenterweise zu weiteren Kontrollen führen müssen. Überraschend war daher Ihre Aussage, Herr Staatsminister Klose, es habe bislang keine Hinweise gegeben, dass an dieser Klinik fachlich etwas zu beanstanden sei.
Da bleibt die Frage offen, warum man bisher keinen Anlass für weitere Kontrollen gesehen hat. Im Sinne des Patienten sind feststehende Rahmenbedingungen und effektive sowie qualitativ hochwertige Behandlungskonzepte mit Verlässlichkeit einzuhalten und umzusetzen. Die Qualität der Leistungen lässt sich sicherlich anhand von Indikatoren transparent darstellen und offen kommunizieren. Immer ist die Zugewandtheit zum Patienten in einer psychiatrischen Sondersituation wichtig und Bedingung für einen erfolgreichen Aufenthalt. Dazu wird ein Personalschlüssel benötigt, der neben den notwendig zu verrichtenden Arbeiten auch diese Zugewandtheit im Sinne von Zuwendung sichert. Die offengelegten Zustände in Frankfurt-Höchst sind im Sinne von Patienten und Personal aufs Schärfste zu kritisieren. Aufarbeitung muss weiter erfolgen. Die angekündigten Verbesserungen sind natürlich zu begrüßen, aber auch zu kontrollieren. Dabei darf die Qualität auf keinen Fall der Wirtschaftlichkeit zum Opfer fallen. Das gilt selbstverständlich für andere Standorte genauso. Ob Schließung und Umgestaltung der Räumlichkeiten nicht eine bessere Variante wäre, ist ebenfalls zu diskutieren. Auf den Neubau kann man mit den recherchierten Missständen vielleicht nicht warten. Allerdings stellt sich die Frage, ob es für die Betroffenen so lange eine andere Unterbringung gibt. Wir dürfen auf weitere Berichte und Lösungsvorschläge gespannt sein. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Abg. Markus Bocklet. Sie haben das Wort, Herr Kollege Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zuvor noch einmal feststellen, auch ich habe mir das Video noch einmal angeschaut, erst später, und da die Klinikleitung schließlich auch nach dem Sehen dieses Berichts erhebliche Mängel eingestanden hat, möchte ich noch einmal daran erinnern, welche Situationen dort, wie ich finde, erschreckend beschrieben werden. Unfreundliches, abweisendes Personal. Man konnte sehen, Menschen, die dort halb bekleidet herumlaufen, die auf den Fluren zum Teil orientierungslos umherlaufen, Arztkontakte, die nur wenige Sekunden dauerten, unhygienische Zustände. All das konnte man sehen. Weiter wurde dort behauptet, dass es lange Fixierung gab und keine Therapieangebote, die zur Verfügung standen. Die Klinikleitung hat, wie ich gesagt habe, bereits erhebliche Mängel eingestanden. Ich will dazu noch einmal sagen, die Klinik ist auch genau diejenige, die dafür die volle Verantwortung trägt. Sie hat die Verantwortung für diese Missstände. Und, da sie das, die volle Verantwortung trägt, muss sie auch nachweisen, dass sie diese Missstände unverzüglich beendet. Das ist auch die Erwartung von uns, auch von CDU und GRÜNEN. Wir haben deshalb, unterstützen deshalb ausdrücklich die nach der Berichterstattung über die Psychiatrie Frankfurt-Höchst eingeleitete Aufklärung. Es ist gut, dass das Sozialministerium als Fachaufsicht die Beteiligten sehr schnell an einen Tisch gebracht hat und nun auch eine regelmäßige fachaufsichtliche Gespräche angekündigt hat. Auch der externe Gutachter, Herr Pürsün, daran kann ich kein Geschmäckle erkennen. Es tut mir wirklich leid. Es ist ein Fachmann, und er ist in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis. Dieser Mann wird eine gute Expertise erstellen können, darüber unabhängig, ob das, was in der Klinik passiert, tatsächlich einem Konzept zugrunde liegt, dass das Personal kompetent ist und vor allem, dass es eine Klinikleitung gibt, die nicht inkompetent ist. Weil unfreundliches Personal ist nicht immer nur eine Frage des Personalschlüssels, sondern auch eine Hausleitung, die darauf achtet, mit welcher Haltung gegenüber Patienten umgegangen wird. Das ist eigentlich der skandalöse Umgang, der sofort zu sehen war. Die Klinikleitung hat also Mängel eingeräumt. Nun muss es darum gehen, sie zu beseitigen und für die Zukunft zu verhindern. Der externe Berater, den finden wir einen richtigen Schritt für eine unabhängige Aufarbeitung. Ich kann auch nicht erkennen, Frau Kollegin Sommer, wo dem Minister zeitliche Versäumnisse zu unterstellen sind. Ich kann es nicht erkennen. Er hat wenige Tage danach haben wir den Sozialausschuss gehabt. Wir haben ein Obleutegespräch geführt. Er hat die Klinikleitung und die Stadt Frankfurt einbestellt. Ich finde, er hat schnell einen Vorschlag gemacht, wie man das abändern kann. Ich finde, dort kann man kein schuldhaftes Versäumnis erkennen darüber, dass keine Aufklärungswille vorhanden sei. Deswegen finde ich, geht der Titel Ihrer Aktuellen Stunde auch tatsächlich ins Leere. Und lassen Sie mich noch einmal zum Abschluss sagen, der Urheber des Berichts, Günter Wallraff, sagt selbst am 1. April,
Es sei nicht selbstverständlich, dass die Berichte seiner Undercover-Reporter so schnell zu Konsequenzen führten, wenn Sie schon Grünen nicht glaubten. Aber ich finde, Herrn Wallraff kann man doch durchaus da als Zeuge gelten lassen. Er sagt, es sind also schnell zu Konsequenzen gefolgt. Es gab keine Rechtsstreitigkeiten, sondern man hat sich gleich der Sache zugewandt. Er erwartet, dass die schlimmen Zustände dort jetzt sofort abgestellt werden. Auch das erwarten wir. Ich finde, dass die Möglichkeiten, die dort bestehen müssen, sofort umgesetzt und überwacht werden. Mehr Platz, mehr Rückzugsmöglichkeiten, mehr Reinigungszyklen, und das Ambiente soll anders gestaltet werden. Ich füge hinzu, auch das Personal scheint die eine oder andere Fortbildung gut zu tun, wie man mit Patienten umzugehen hat. Und auch die Klinikleitung sollte schleunigst dafür sorgen, dass es ein zugewandtes Konzept gibt. All das sind Mängel, die unerträglich sind und die natürlich auch das Schlimmste, den schlimmsten Schaden, ich finde, auch noch unterstützt, nämlich dass die Vorurteile, die es über geschlossene Psychiatrien gibt, dass diese Vorurteile weiter genährt werden. Diesen Schaden hat die Klinikleitung mit zu verantworten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme deshalb zum Schluss. Ich finde, man kann der Landesregierung und Minister Klose zu keiner Phase unterstellen, dass sie nicht einen Aufklärungswillen hatte. Ich finde, er ist zügig vorangegangen. Er hat die Beschuldigten eingeladen. Er hat dafür gesorgt, dass es jetzt weitergeht, dass Druck gemacht wird. Ich finde im Übrigen auch, das Psychisch Krankenhilfegesetz gibt uns ausreichend Möglichkeiten, da auch tatsächlich zu handeln und dafür zu sorgen, dass wir eine gute Psychiatrie haben, die sich tatsächlich um das Wohl der Patienten kümmert. Ich finde, der Minister ist auf einem guten Weg, und das Psychisch-Krankenhilfegesetz wird auch bald evaluiert. Ich bin für Reformvorschläge, auch Frau Böhm von der LINKEN. Ich bin für jeden Vorschlag offen, wenn man das Psychisch-Krankenhilfegesetz dann tatsächlich evaluiert, wenn wir die Berichte haben über Fixierung, über Zwangsmaßnahmen, was verbessert werden muss. Das ist der Auftrag des Gesetzes auch an uns. Dieses Psychisch-Krankenhilfegesetz ist nicht in Stein gemeißelt, muss nicht so bleiben, das kann man auch verändern. Aber dazu muss man das sachlich evaluieren. Was sind die Ursachen, was sind die Mängel, die es dann gegeben hat, und wie können wir sie am klügsten beheben? Dafür stehen wir offen. Aber ich kann heute kein fehlerhaftes Verhalten erkennen und schon gar keine schuldhafte Verzögerung beim Landesregierung. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst vielen Dank für die Gelegenheit, heute noch einmal darzulegen, welche Maßnahmen wir seit der Ausstrahlung des bedrückenden und erhebliche Mängel offenbarenden Wallraff-Beitrags vor 2,5 Wochen ergriffen haben. Mir war dafür wichtig, schnell und gründlich eine erste Analyse des Sachstands zu erhalten. Ich spreche da sehr bewusst von einer ersten Analyse, denn dieser Aufklärungsprozess ist weder zu Ende noch in 2 oder 3 Wochen abgeschlossen. Und deshalb lassen Sie mich noch einmal die wichtigsten Schritte zusammenfassen, die wir unmittelbar nach Ausstrahlung des Beitrags eingeleitet haben. Erstens. Wir haben das Klinikum Höchst zu einem fachaufsichtlichen Gespräch ins Ministerium eingeladen. An diesem Gespräch hat auch die Stadt Frankfurt als Miteignerin der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus teilgenommen. Wir haben der Klinik gegenüber deutlich gemacht, dass wir als Fachaufsicht auf umfassender Aufklärung bestehen. In diesem Gespräch haben wir außerdem vereinbart, nicht nur eine reine Begutachtung durch einen externen Experten durchzuführen, sondern diesen Berater dauerhaft hinzuzuziehen. Zweitens. Die Fachaufsicht hat sich selbst in der betreffenden Station ein eigenes Bild verschafft. Drittens. Bis auf Weiteres wird das Ministerium für Soziales und Integration monatliche fachaufsichtliche Gespräche mit dem Klinikum führen, das nächste übrigens in der Woche nach Ostern. Viertens. Im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss am 21. März habe ich im Landtag erstmals über die uns bis dahin vorliegenden Informationen und von uns ergriffenen Maßnahmen berichtet. Fünftens. Wir haben die Protokolle der Fixierungen aus dem Jahr 2018 angefordert, um sie gründlich zu prüfen und auszuwerten. Sechstens. Die sozialpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsfraktionen wurden im Rahmen eines Obleutegesprächs letzte Woche von mir persönlich umfassend über den Stand der Aufklärungsarbeit informiert. Dies proaktiv fortzusetzen, habe ich den Obleuten dort angekündigt. Siebtens. Im Rahmen einer Pressekonferenz mit der Stadt Frankfurt und dem Klinikum wurde die Öffentlichkeit über den Stand der Aufklärung und die ersten von uns gezogenen Konsequenzen informiert. Dort habe ich außerdem weitere Maßnahmen angekündigt. Über diese
gefolgten Maßnahmen, die wir seit vergangenem Donnerstag veranlasst haben, möchte ich Sie jetzt auch noch informieren. Die vertragliche Beauftragung des externen Beraters, Herrn Dr. Hans-Joachim Kirschenbauer, ist fast abgeschlossen. Er hat zugesichert, seine Tätigkeit unmittelbar nach Vertragsabschluss aufzunehmen. Es hat in den letzten Tagen Fragen gegeben, warum die im PsychKHG vorgesehenen Besuchskommissionen bisher nicht installiert waren. Das war auch eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe. Ich habe erfahren, dass es schwierig gewesen sei, geeignete Menschen für diese Besuchskommissionen zu gewinnen. Es gibt eine Zwischenfrage von Herrn Abg. Pürsün. Lassen Sie die zuhören. Nein, ich möchte das jetzt im Zusammenhang vortragen. Deshalb freue ich mich sehr, Ihnen nun mitteilen zu können, dass die Mitglieder der fünf Besuchskommissionen mittlerweile, wie in der Pressekonferenz vergangene Woche angekündigt, vom Ministerium mit einem persönlichen Schreiben benannt worden sind. Obwohl wir auch jetzt noch nicht genug Freiwillige für die Besuchskommissionen finden konnten, habe ich entschieden, dass sie bereits dann eingesetzt werden, wenn mindestens die Hälfte der vorgesehenen Zahl zur Verfügung stehen. Schließlich möchte ich Ihnen auch sagen, was wir noch tun wollen. Wir wollen, dass künftig jede Patientin und jeder Patient bei Aufnahme und dokumentiert eine schriftliche Information über Beschwerdemöglichkeiten erhält. Von besonderer Relevanz ist für uns der Dialog mit den Psychiatrieerfahrenen, den Angehörigen und den Genesungsbegleiterinnen und Begleitern. Wir wollen einen solchen Dialog auf Augenhöhe. Weil die Berichterstattung eine breite Diskussion ausgelöst hat, die aus meiner Sicht über das Klinikum höchst hinausgehen, werden wir bis Mitte Juni mit den an der psychiatrischen Versorgung Beteiligten Gespräche führen und dazu beispielsweise die hessischen Chefärztinnen und Chefärzte aller hessischen Psychiatrien, die Aufgaben nach dem PsychKHG wahrnehmen, ins Ministerium einladen. Meine Damen und Herren, zwei Dinge sind mir in diesem Kontext noch wichtig zu sagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer psychiatrischen Klinik arbeiten unter besonderen Bedingungen. Ich teile die Auffassung, dass es gut ist, den Diskurs über Psychiatrie wieder aus der Tabuzone zu holen. Wir dürfen dabei gleichzeitig nicht der Versuchung erliegen, alle psychiatrischen Kliniken unter Generalverdacht zu stellen. Nach meiner Einschätzung wird die Aufarbeitung des Falles Höchst uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich will tragfähige und dauerhafte Verbesserungen, denn darauf kommt es gerade im Interesse aller Patientinnen und Patienten an. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Es hat sich gemeldet der Abg. Pürsün, und er hat noch eine Minute Redezeit. Das haben wir geändert. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wie groß muss die Angst sein, wenn hier mit der Geschäftsordnung getrickst werden soll? Die Redner der Koalition und auch der Minister sind mit keinem Wort darauf eingegangen, was vor dem 18. März eigentlich gemacht wurde. Kein einziges Wort. Es zeigt, dass jegliche Kritik der Oppositionsfraktion berechtigt war. Sie haben fachaufsichtliche Gespräche danach angesprochen. Gab es denn keine vorher? Und zum anderen, bis zu Ihrer Rede haben alle Redner der Koalition und auch in der Stadt der Gesundheitsdezernent, die Klinikleitung, mit Werf dafür geworben, dass der externe Gutachter genau der Richtige als externe Gutachter ist. Jetzt reden Sie da auf einmal davon, dass er ein Berater ist. Also was denn nun? Alles, was Sie hier gesagt haben, unterstreicht, dass die Kritik der Opposition richtig ist, berechtigt ist und dass Sie noch nicht das gemacht haben, was Sie machen müssten. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Pürsün. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Regierung in der Aktuellen Stunde länger spricht, und das war hier um 30 Sekunden so, dann verlängert sich nach § 32 Absatz 7 die Redezeit für jede Fraktion um die Dauer der Überschreitung. Und es waren 30 Sekunden. Insoweit wächst Frau Dr. Sommer noch 30 Sekunden zu, wenn sie sprechen möchte. Und sie hat sich zu Wort gemeldet. Deswegen hat sie jetzt das Wort für 30 Sekunden. Bitte schön. Wir würden immer aufholen.
Meine Damen und Herren, lieber Präsident, ich mache es auch ganz schnell. Wir haben eben gehört, dass Herr Bocklet gesagt hat, das Klinikum ist alleine schuld. Ja. Ich wollte nur noch einmal daran erinnern, wir haben ein PsychKG. Und das Klinikum muss sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und das ist Ihr Gesetz. Also gucken Sie genau hin, ändern Sie es so, dass die Patienten gut versorgt sind, aber vor allen Dingen machen Sie die Mitarbeiter nicht schlecht. Die haben nämlich unter den Strukturen zu leiden. Ich habe ganz, ganz lange Gespräche geführt. Hier geht es nur um Strukturen, meine Damen und Herren. Und die müssen sich verbessern. Für die Rahmenbedingungen sorgt der Hessische Landtag. Herzlichen Dank. Das waren exakt 30 Sekunden. Für die weiteren 30 Sekunden hat der Kollege Bocklet das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Sommer, ich bin schon überrascht, dass Sie schon jetzt wissen, wofür eigentlich alles in dem Bericht gezeigten Mängel die Ursachen waren. Das wissen Sie jetzt schon. Das finde ich beachtlich. Ich finde, Sie sollten diese Missstände nicht instrumentalisieren, liebe Moment. Nicht instrumentalisieren, indem Sie jetzt schon wissen, warum das Personal unfreundlich und abweisend war, warum dort keine Angebote der Therapien zu sehen waren. Sie wissen das alles jetzt schon. Ich bin dafür, dass das jetzt aufgeklärt wird, dass die Missstände auch seriös abgestellt werden. Aber Sie versuchen es zu instrumentalisieren, indem Sie jetzt schon fehlenden Willen unterstellen. Ich finde das äußerst unsauber. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Herzlichen Dank, Herr Bocklet. Für weitere 30 Sekunden hat sich gemeldet die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Also, ich möchte auch darauf eingehen, auf die Aussage von Herrn Bocklet, das Personal hätte doch die eine oder andere Fortbildung nötig. Also, das ist ja auch eine schöne. Sie wissen ja auch schon, wie das Ergebnis ausgehen soll. Ja, also, finde ich mal eine äußerst arrogante Aussage von Ihnen und ziemlich unverschämt. Ich denke, das Personal braucht Unterstützung. Ich bedanke mich auch bei dem Personal für die tollen Leistungen, die sie bringen, und die schweren Leistungen, die sie bringen. Sie brauchen gute Rahmenbedingungen, eine gute Arbeitssituation, und die haben sie in der Psychiatrie meistens nicht. Deswegen haben wir doch auch die Situation, dass viele Leute da rausgehen aus der Psychiatrie. Dann bleiben immer weniger da, und die wenigen müssen dann die Arbeitssituation bewältigen. Jetzt sind es schon 45 Sekunden. Wir brauchen mehr Personal in der Psychiatrie. Hat noch jemand Interesse an 30 Sekunden? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass wir die Aktuelle Stunde mit der Drucksache 20/426 abgehalten haben.